Mann, ich kann irgendwie nicht schlafen. Ich höre irgendwas. Was ist das, Freunde? Hört ihr das auch? Ich habe das Gefühl, irgendwas beobachtet mich. Naja, Leute, ich würde sagen, weil ich nicht schlafen kann, gehe ich mal eine Runde spazieren. Ganz ehrlich, Mann. Kennt ihr das? Man kann einfach nicht schlafen. Und wenn man dann eine Runde spazieren geht in der frischen Luft am Abend, dann geht das klar. Oh Mann, warum sind hier so viele Fledermäuse? Komisch. Okay, egal, Leute. Wie wäre es, wenn ich eine Runde im Wald spazieren gehe? Mit der frischen Luft, mit der Natur. Danach kann ich bestimmt richtig gut einschlafen, ja? Und vielleicht gehen dann meine Halluzinationen weg. Also ganz ehrlich, Leute, dass ich mir irgendwas einbilde. Ich habe mir irgendwie eingebildet, dass irgendjemand an meinem Fenster war. Aber ich habe da niemanden gesehen, oder? Was meint ihr? Schreibt ihr mal in die Kommentare, was da an meinem Fenster war, weil ich habe nichts gesehen. Oh, ist das die Natur, Leute. Ist so wunderschön am Abend im Wald ein bisschen spazieren. Wetter ist auch gut. Es ist schön warm. Die Sonne scheint zwar nicht mehr, der Mond scheint, aber... Oh, Mann. Freunde, genießt einfach diese Aussicht. Ich sag's euch so, wie es ist. Genießt die Aussicht. So, warte mal. War da nicht irgendwas? Ich hab da irgendwas gesehen, oder, Leute? Ich glaube, so langsam wäre ich echt verrückt. Ich soll vielleicht doch lieber schlafen gehen. Leute, ich habe keinen Schlaf, deswegen bilde ich mir so komische Sachen ein. Ich hab das Gefühl, dass mich jemand beobachtet hat und hier stand. Genau hier vorne. Oder habe ich mir das eingebildet? Okay, Leute, jetzt, also ich glaube, ich drehe wirklich langsam durch. Vielleicht sollte ich doch lieber, ich gehe lieber nach Hause, Leute. Es ist langsam hier auch ein bisschen gruselig. Nicht, dass hier irgendjemand mich beobachtet, also wirklich. Warte mal. Da war doch gerade jemand. Hä? Ich habe da jemanden gesehen. Leute, spult jetzt zurück und schreibt mir in die Kommentare, wer war da? Ich habe da irgendjemanden gesehen. Ich sag's euch so, wie es ist. Okay, Leute, ich renne lieber nach Hause. Ich habe langsam ein bisschen Angst. Leute, 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 ich glaube, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Ich glaube, ich werde echt verfolgt, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein. Von wem nur? Warte mal. Diese Fledermaus. Du warst das. Du warst an meinem Fenster. Was machst du hier? Warum verfolgst du mich? Und ich dachte schon, jemand verfolgt mich, aber es ist nur eine Fledermaus, Leute. Zum Glück ist es nur eine Fledermaus. Oh, Mann. Was macht da jemand? Woher kommst du denn jetzt? Wie siehst du denn aus? Weg von mir, weg von mir, weg von mir! Du siehst so aus, als ob du leckeres Blut für mich hast. Warte mal, was für Blut? Das meinst du, leckeres Blut? Hä, warum das denn? Lass mich los! Oh Mann, was macht der? Ich verliere meine Hungerbalken! Blut, ich werde bewusstlos. Er hat mir ganz Blut ausgesaugt. Was bist du für ein Monster? So lecker. Blut war richtig lecker. Warte mal, was? Ey, du kannst mich doch nicht hier liegen lassen. Er hat mich komplett ausgesaugt. Was war das für ein Monster? Der hat mein Blut gesaugt, das war ein... Das war ein Vampir! Leute, ich hab kein Essen mehr, ich muss schnell was essen! Ich hab also auch das Gefühl, mir schwindelig, Leute, was passiert gerade, Leute? Oh Mann, ganz, ganz verrückt, was gerade passiert. Okay, aber ich krieg die ganze Zeit Scham, weil ich kein Essen mehr hab. Ich muss schnell nach Hause, ich muss was essen, ich muss was essen! Schnell, 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 schnell! Ich bin so langsam. Oh Mann! Und... Knoblauch? Ist das... Warte mal. Einen Moment mal. Das stinkt ja voll. Alter, warum ist der Knoblauch? Das muss ich wegwerfen. Irgendwie kommt mir das komisch rüber, als ob das vergammelt wäre oder sowas. Ganz, ganz komisch, Leute. Weg mit dem Knoblauch. So. Zack, weg damit. Oh, okay, jetzt geht's mir wieder besser. Oh, zum Glück, Alter. Junge, Junge, Junge. Zum Glück ist mir nicht schlimmer, was passiert. Ich hoffe, der hat nicht irgendwas komisches mich angesteckt mit irgendwas oder so, Leute. Ich meine, er hat mein Blut getrunken. Oh, Mann. Was war das für ein komisches Wesen? Stimmt! Warte mal, passiert nicht was Schlimmes, wenn ein Vampir einen Menschen isst oder trinkt oder Blut trinkt vom Menschen? Passiert doch was ganz, ganz Schlimmes, Leute. Oh nein. Egal, Leute, ich gehe einfach schlafen. Ich meine, jetzt geht's mir gut, auch wenn ich gerade irgendwie aufgegessen wurde, gefühlt fast. Es war eine harte Nacht. Was ist das denn? Hä? Oh Mann, eine Biene hat mich geweckt. Oh Mann, Freunde, ich hatte gestern so einen schrecklichen Traum. Ich sag's euch, ich war irgendwie am Abend nochmal draußen und dann hat mich ein Vampir oder sowas gebissen. Vampir? Leute, sowas gibt es doch gar nicht. Was rede ich da überhaupt? Oh Mann. Okay, komm, neuer wunderschöner Tag. Das heißt, wir gehen direkt raus. Schönes Wetter draußen. Wir gehen mal ein bisschen zu Billy und holen ihn ab. Wir können ja draußen etwas unternehmen, Leute. Oh, ich fühle mich so komisch. Oh, was passiert hier? Leute, alles gut? Wow, mir ist so heiß. Mir ist so heiß, Hilfe. Leute, ich verdurste. Uria, alles okay? Ja, alles okay, warte, ich komm gleich. Okay. Einen Moment.
Leute, was war da los? Irgendwas Komisches. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Leute, die Sonne ist irgendwie so heiß. Ist das normal so? Midi, ist die irgendwie auch so heiß draußen? Nein. Freunde, ich glaube momentan, dass das Ganze kein Traum war, sondern... Warum hab ich rote Augen, Leute? Uri, stell dich nicht so an und komm jetzt raus. Es ist voll kalt sogar. Irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin wirklich... Ich wurde gebissen. Das war kein Traum. Ich wurde gebissen. Ich muss Uri, du störst mich richtig. Ich gehe jetzt einfach zu dir. Nein, komm nicht hier rein. Ich bin schwer krank, Billy. Steck dich an. Komm nicht hier rein. Auf keinen Fall. Uri, warum verhältst du dich so komisch heute? Bleib einfach, wo du bist. Nein, ich komme jetzt einfach rein, ist mir egal, ich helfe dir, Uri, komm! Mach das nicht, nein! Billy! Uri, dreh dich um! Nein! Dreh dich um! Ich dreh mich nicht um! Uri, wenn du mit mir redest, dann musst du dich auch umdrehen! Billy, ich rede gar nicht mit dir, du willst mit mir reden! Weg das von mir! Das ist respektlos, Uri, man muss sich in die Augen schauen! Nein, auf keinen Fall! Bleib stehen! Bleib! Uri, was? Uri, du behältst dich komplett komisch. Was tust du da? Was, das tut mir auch nicht gut, Leute. Schnell hier runter. Warum gehst du jetzt runter, Uri? Alter. Ey, Billy, komm mir nicht hinterher. Das ist meine geheime Basis. Du darfst hier nicht rein. Okay, Uri, aber was ist los mit dir? Nichts ist los, Billy. Ich will einfach jetzt alleine sein. Okay? Na gut, Uri, aber ich dachte, wir wollten uns heute verabreden. Nee, heute doch nicht. Mir geht's nicht gut. Ich bin krank. Ich hab Erkältung, ja. Grippe. Oh Mann. Also okay, alles gut. Dann bin ich krank, hab ein Virus eingefangen. Bescheid, wann du wieder mit mir pupsen kannst, okay? Okay, alles klar, mach ich, Billy. Hä? Warte mal, pupsen? Leute, Alter, das war nochmal knapp. Ja, ganz ehrlich, was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt einfach ein Vampir geworden. Also, ich kann das Ganze jetzt noch nicht ganz fassen, aber ich glaube wirklich, gestern Nacht hat es mich ein Vampir. Der hat mich gebissen. War ein richtiger krasser Vampir und der hat all mein Blut ausgesaugt. Stimmt, da war das so, dann bin ich nach Hause gegangen, habe ich eingeschlafen. Irgendwie war alles normal, bis auf, dass ich Knoblauch gerochen habe. Aber Leute, jetzt auf einmal, ich gehe raus, die Sonne brennt wie keine Ahnung was. Ich gehe gefühlt drauf, ne? Gar nicht gut, kann mich dann gar nicht mehr bewegen. Frier gefühlt fast ein, wird zu Staub. Hier vorne, Wasser, macht mich richtig schwach. Ich weiß nicht. Okay, Vampire haben echt viele Schwächen. Ich kann jetzt nicht mehr am Tag raus und ich kann auch nicht mehr im Wasser baden. Das ist nicht gut, Leute. Was mache ich denn jetzt? Und ich kriege auch langsam Hunger nach... Blut. Was rede ich da, Leute? Oh, ich werd verrückt. Freunde, ich versteck mich. Ich krieg aber so irgendwie so Heißhunger nach. Ihr wisst schon was. Das, was Vampire trinken, das kann nicht fein sein. Kann doch nicht wahr sein. Ich bin wirklich ein Vampir, Leute. Okay, ich muss es tun. Da vorne sind Kühe. Ja, komm her. Ich beiß dich. Das tut so gut, Leute. Wow. Oh, das ist so lecker. Aber irgendwie schmeckt das nicht so gut. Ich glaube. Vampir brauchen Blut von Menschen. Und ich glaube, da hinten haben wir unseren ersten Kandidaten, Billy. Was sage ich denn da, Leute? Ich kann doch nicht Billy beißen. Aber ich muss es tun. Ich habe so einen Durst nach Menschenblut. Oh Mann, warum benimmt sich Uri so komisch irgendwie? Psch, leise, Leute. Ich kann es nicht mehr aushalten, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss es tun. Oh Mann, und Essen bringt nichts, Leute. Ich habe keinen Hunger nach Keksen. Keksen bringen mir nichts, Leute. Ich muss Blut trinken. Weg mit den Keksen. Okay, Leute, es ist soweit. Ich werde jetzt meine Freunde verschlingen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Kühe bringen auch nichts. Leute, ich gehe jetzt einfach zu Nelly und Lea ins Haus. Ist mir egal. Oh nein, die Sonne tut weh. Schnell hier rein. Ich hoffe, einer von den beiden ist zu Hause. Leute, ich muss mich jetzt ganz langsam anschleichen und dann werde ich sie von hinten attackieren und auftrinken. Was rede ich da? Das kann ich nicht tun. Oh Mann, was rede ich da? Oh, Lea ist da. Oh nein, ich glaube, ich gehe wieder zurück, bevor ich sie wirklich noch beiße oder sowas. Warte mal, Uri, was machst du denn hier? Ich wollte gerade schon wieder gehen. Alles gut, Lea. Hey, warte mal, wir haben uns doch schon lange nicht mehr gesehen. Komm doch her und lass dich umarmen. Okay, lass mich umarmen. Vielleicht kann ich sie dann bei... Nee, lass uns nicht umarmen. Ich komme gerne rein, aber nicht umarmen, auf keinen Fall. Leute, wenn ich sie umarme, dann kann ich nicht... Dann muss ich sie beißen, weil ihr Blut so lecker schmeckt. Ich habe das Gefühl, ich will Blut trinken. Warte mal, was sagst du denn da? Nix. Ich sag nix. Hier, essen. Oh, lecker. Oh, komm schon. Und nein, es bringt nichts, Leute. Ich muss es tun. Hey, warte mal. Warum bist du denn so komisch? Und verrat mir mal, warum du so rote Augen hast. Ach, die roten Augen, die habe ich, weil ich so gerne
von und, deinem und Blut trinken will. Warte, was? Ja, nein, OP, okay, was? Was habe ich getan? Oh nein, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin ein Monster geworden. Das Böse, es kommt, Leute, es kommt. Ich werde immer böser, ich merke es. Aber eigentlich ist es nicht gut. Aber Leute, lasst ein Like da und ein Abo, damit ich noch stärker werde. Und vielleicht, wenn ich die finale Version erlangen habe, vielleicht werde ich dann wieder normal, hoffentlich. Leute, alle Like abonnieren in 3, 2, 1 und kommt schon. Wir müssen Level aufsteigen, sofort, Leute. Und Verwandlung in den richtigen Vampir. Wow, Freunde, ich fühle mich so viel stärker. Ich habe den Vampiranzug. Wow, und ich habe sogar mehr Herzen. Ich bin, glaube ich, seht ihr das? Da steht eine 5 unten. Nicht etwa Vampir Level 5? Was habe ich hier für Fähigkeiten jetzt? Fähigkeitsbildschirm. Nachtsicht. Wow, ich kann Nachtsicht freischalten. Regenerierung. Ich kann mich zur Fledermaus jetzt verwandeln. Alter, wie nice ist das denn? Sonnenschutz. Ey, das brauche ich unbedingt, weil die Sonne ist echt schlimm. Ich kann nur nachts draußen sein. Beschwöre eine Fledermaus. Oh, ich kann Fledermaus sogar echt beschwören. Weil jetzt muss ich so leben, wie ich bin. Freunde, ich werde die nächsten Leute beißen. Wen können wir noch beißen? Oh nein. Aua, die Sonne. Ey, die ist echt schlimm, junge Leute. Schau dir das. Oh, mir wird zu übel, wenn ich in der Sonne stehe. Das ist gar nicht gut. Oh, nein. Alter, das ist echt schrecklich, Leute. Man darf nicht so lange in der Sonne sein. Habt ihr das gesehen? Mir wird richtig übel. Ich verwandle mich jetzt zu Fledermaus. Uhu. Und jetzt kann ich fliegen. Oh nein. In der Sonne verwandle ich mich wieder zurück. Das ist gar nicht gut. Wir müssen warten, bis es nachts ist. Sonst traue ich mich hier nicht raus. Ganz ehrlich. Und als nächstes werden wir uns Billy... Wir werden Billy zum Vampir verwandeln. Wir werden den auftreten, bis er sich zum Vampir verwandelt. Genauso wie alle meine Freunde. Und dann wird ganz humoristisch eine Vampirstadt. Billy. Billy, ich komme. Und die Sonne. Ich muss so, zack. Und let's go. Oh nein, Billy, wohin geht der? Hä? Was macht der jetzt? Ich fahre jetzt mit der Achterbahn. Mit der Achterbahn? Wohin geht der denn, Leute? Was meint er? Was für eine Achterbahn? Aua, ich krieg Schaden. Aua. Wohin fährt er, Leute? Oh nein, ich muss Billy verfolgen. Ich krieg langsam Schaden, ich habe keine Herzen mehr. Weil ich kein Blut mehr trinke. Ich brauche mehr Blut, ich muss mehr Leute aussaugen. Okay, wir müssen Billy verfolgen. Aber Leute, das Problem ist, die Sonne ist draußen. Das heißt, wir warten lieber, bis es nachts wird. Okay, Freunde, wir müssen warten, bis es nachts wird. Und dann geht's erst richtig los. Was tue ich überhaupt, Leute? Ich bin so schrecklich. Aber ich werde eine Vampirfamilie gründen. Ich werde alles zu Vampiren verwandeln. Das wird so krass. Wuhu, Leute, let's go. Jetzt wird Billy verfolgt. Und wisst ihr was, Leute? Ich werde da ganz schnell reingehen, aber dann verwandle ich mich, okay? So, wir machen die Tür hier vorne auf und zack. Wow, jetzt geht's hier rein. Oh, hier sind alle meine Freunde. Wir müssen aufpassen, ganz leise, Leute. Psch, Leute. Psch. Wir verwandeln uns. Eine Fledermaus. Jetzt sehen die mich nicht. Haha, die denken sich bestimmt, was macht hier eine Fledermaus drin? Da vorne ist Billy in seiner Basis. Guck mal, Leute, hier vorne ist mein Raum. Wenn ich bei Billy reingehe, dann sehen meine Freunde das. Ich muss warten. Ich muss es so tun, dass keiner es sieht, sonst werden die mich noch erledigen, Leute. Mein Pupsi ist so lecker. Was macht Billy da? Oh, ich kriege als Fledermaus die Tür nicht auf. Das ist gar nicht gut. Okay, Leute, dann gehe ich mal hoch und warte. Psch, ganz leise, Freunde. Jetzt werden wir Billy beißen, dann wird er auch zum Vampiren. So, zack. Da kommt er und von hinten anschleichen. Okri, was machst du denn hier? Ach, ich. Warte mal, du hast einen Käfer auf deinem Rücken. Warte, zeig mal her, warte bitte. Wirklich? Ja, mach den mal weg. Ja, da ist der Käfer, warte mal und weg damit. Was machst du? Lecker. Oh yeah, Billy. Oh, das ist doch lecker. Ich kann's nicht mehr aushalten. Wow, ich verwandle mich. Wow, was passiert hier? Wow. Freunde, warte mal. Ich bin jetzt Vampir Level 14. Alter, was habe ich jetzt für neue Fähigkeiten? Wasserresistenz. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Wir holen uns so anfauchen. Let's go. Harte Haut. Okay, das ist auch gut. Let's go. Vogal verringert deinen Blutdurst nach Blut. Das ist auch sehr gut. Da muss ich nicht die ganze Zeit Blut trinken. Tarnung holen wir uns. Schadensbegrenzung und Unsichtbarkeit. Was? Wow, Teleportation können wir uns hier auch holen. Okay, Freunde, wir schalten das jetzt alles frei. Let's go. Wir sind jetzt der krasseste Vampir. Und was ist mit Billy eigentlich los? Wow. Okay, ja, voll schnell sind wir jetzt. Billy, bist du noch am Leben? Wow. Billy, wie siehst du denn aus? Ist ein Erzteil davon, bin ich ein Vampir. Wie soll ich erzählen, Billy? Ich wurde von einem Vampir gebissen und jetzt habe ich dich gebissen. Jetzt bist du auch ein Vampir. Aber warum siehst du so komisch aus? Warum hast du dir die Hose gepipiert?
Junge, ist es dein Ernst? Ich hatte so eine Angst, Alter. Jetzt rettet er sich dein Blut. Billy, ich bin ein Vampir, du kannst mein Blut nicht essen. Komm mit, du bist doch ein Vampir-Noob. Und pass auf, die anderen dürfen das nicht sehen. Billy, geh schnell wieder hoch. Komm hoch, komm hoch. Was meinst du denn? Ich werde sie ablenken, ich werde sie ablenken. Schau und warte ab. Mach Tarnung, Leute, ich mach Tarnung. Hier, Tarnung ist an. Jetzt sehe ich aus wie ein normaler Mensch. Und Freunde, boom, let's go. Ich bin eine Fledermaus. So, einen Moment. Ich lenke sie ab, Billy. Du musst jetzt schnell rausrennen, okay? 3, 2, 1. Und... Ja, ich renne! Rausrennen! Ganz viele Fledermäuse! Oh, let's go. Wir haben es geschafft, Billy. Keiner hat gesehen, dass wir uns zu Vampiren verwandelt haben. Und jetzt lass uns schnell zurückfahren. Okay, wir müssen schnell zurückwärts zu normalen Menschen. Warum hast du mich gebissen? Ja, weil ich so Durst hatte. Du, vertrau mir, du bist jetzt noch am Anfang ein Vampir. Das ist noch nicht so schlimm. Aber erst nach so 10 Stunden, wenn du wieder aufstehst, vom nächsten Morgen, dann bist du ein richtiger Vampir. Und dann siehst du nicht so schrecklich nur aus mit deinen dicken Zähnen. Billy, dann wirst du sogar die richtig viel Blut trinken wollen. Und krasse Fähigkeiten haben wie ich. Viel Blut trinken. Was? Oh Mann, du kannst dich auch kaum noch kontrollieren als Mensch. Billy, ich glaube, ich bin jetzt ein Vampir-Boss. Und ich werde dir beibringen, wie man ein richtiger Vampir wird. Komm mit, Billy. Das ist so schwer. Verfolg mich. Verfolg mich, Billy. Wir werden jetzt so richtig ein Vampir-Boss. Du bist jetzt mein Lehrling. Komm mit. Oder Leute, also Billy, wenn du wisst, was ich gerade getan habe, also ich sag mal so, ich habe eben Lea aufgegessen. Warte mal, okay, ist das dein Ernst? Nicht hinschauen, es tut mir leid, Leute. Ich hatte so Durst. Die wird auch dann zum Vampir, ist nicht schlimm. Was soll das, Uri? Billy, wir gehen jetzt auf Kühe-Suche, denn als erst musst du eine Kuh suchen. Uri, warum hast du das getan? Wir müssen schnell wieder Menschen werden. Schnell, Billy. Okay. Oh yeah, oh yeah. Und das ist ja voll schwer. Ja, als ob du das nicht schaffst, Billy. Oh Mann, du bist doch kein richtiger Vampir. Ich hab noch nicht scharf genug. Deine Zähne sind nicht scharf genug, ganz genau. Billy, du hast recht. Was habe ich getan? Wir müssen wieder zurück werden. Ich werde nicht ein Vampir bleiben für immer. Okay, das heißt, Leute, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir zurück werden zu Menschen. Oh Mann, Leute, vielleicht kann uns ja Pilzi weiterhelfen. Lass schon mal zu ihm. Vielleicht kann er uns helfen, Leute. Wir müssen uns unbedingt irgendwo Hilfe suchen. Freunde, ihr seht mich gar nicht, denn ich bin unsichtbar. Ich kann einfach unsichtbar werden als Vampir und ich gehe jetzt mal rein bei Pilzi. Mal schauen, wie der reagieren wird, wenn ein Unsichtbarer hinter ihm stehen wird. Oh, warte mal, ich bin ja noch eine Fledermaus. Ups. So, jetzt bin ich unsichtbar und man sieht mich nicht. Ich gehe jetzt hier rein. Warum ist die Tür aufgegangen? Eindringling! Besser! Einen Moment. Ist da jemand? Hallo, ich bin hinter dir. Wie bist du auf einmal da hingekommen? Haha, ich bin's, ein Vampir. Warte mal, Vampire haben hier nichts zu tun. Komm her, ich erlege dich. Hey, ganz ruhig, ich bin's. Ich bin's, okay, Pizzi. Du erkennst mich doch, oder? Du siehst mir aber wirklich aus wie ein Vampir. Es ist ein Kostüm. Wir haben keinen Kader bei Ukri. Warum jagst du mir so einen Schrecken ein? Also, wir haben ein Problem. Ich und Billy sind zu Vampiren geworden. Wir sind jetzt Vampir-Chefe von Simukri City. Wir haben alle gebissen und jetzt sind alle Vampire und wir haben keinen Trank, nichts, wie wir wieder zurück normal werden. Vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Aber, das ist nicht so einfach, denn ihr müsst den Trank erstmal finden. Warte mal, was finden? Naja, ihr müsst mir eine Zutat bringen vom Wald und dann kann ich den Trank erstellen. Freunde, wir werden uns jetzt auf den Weg begeben. Wo ist es auch immer? Im Wald, okay, du wirst es, ich finde das nicht so einfach. Okay, wie sieht die Zutat aus? Das ist Wolf-Pipi. Wolf-Pipi? Okay, alles klar, ist das denn ernst? Nein, war natürlich nur Spaß. Du wirst schon erkennen. Okay, ich hoffe es natürlich. Billy, komm mit! Oh, Billy ist ja noch ganz hinten, weil er nicht so schnell ist wie ich, oder? Da vorne, hat sich Billy etwas zu Fledermaus verwandelt? Billy kann sich einfach schon verwandeln. Billy, komm mit, let's go. Okay, Freunde, wir werden jetzt auch immer, was er uns gesagt hat, irgendwas finden, womit wir einen Trank machen können, womit wir wieder zurück werden zu normalen Menschen, Leute. Was ist das dort vorne? Ein Wildschwein, okay. Ich glaube, das sieht nicht aus wie der Trank. Crafting Bench, hier war jemand, Leute. Warte mal, was ist das? Hast du gehört, Billy? Okay, ich glaube, da ist etwas vor dir. Ich hau lieber ab. Hey, bleib stehen, Billy, wohin? Ein Moment mal. Ich habe irgendwas gehört, Leute, dass die... Oh nein, nicht unsere Erzfeinde. Unsere Erzfeinde. Oh nein, 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 nein. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Aua. Oh Mann, hier war eine Falle. Hey, lass mich hier raus. Hey, lass mich hier nicht alleine. Freunde, was ist das? Die Werwölfe, ich riech das. Oh nein, wo steckst du? Oh nein. Ein Vampir, also. Du traust dich in unser Gewirr. In unser Revier, das gehört den Werwölfen. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid, ich bin neuer Vampir. Das hättest du früher nicht informieren sollen.
Freunde, der macht mir auf jeden Fall Angst. Oh nein! Renn! Wasser ist schädlich, Hier drauf. Zack. Aua, das hat mir erst wieder weh. Leute, ich bin der Vampirkönig, ich kann nicht abhauen. Komm her, kleiner Vampir. Du scheinst hier noch ganz neu zu sein. Ach ja, bist du dir da sicher? Freunde, jetzt gibt's Sache. Warte mal. Pidi, was machst du da? Helf mir doch lieber. Freunde. Nimm das. Und. Ja, komm her, ich trinke dein Blut! Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ja, und das hast du davon. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Und zack! Weg mit ihm. Freunde, das war knapp, Alter. Wir sind hier also im Revier von den Werwölfen. Billy, was machst du denn, Junge? Komm und helf mir lieber. Ich hatte gar keine Angst. Das hast du gut gemacht. Oh Mann, Billy, du musst mir auch helfen. Ich kann nicht alleine hier kämpfen. Freunde, wahrscheinlich ist das irgendwo versteckt, aber die Werwölfe beschützen es. Wir müssen es finden. Wir müssen irgendwie unseren Radar aktivieren. Freunde, hört ihr das? Was ist das? Leute? Oh nein. Wer bist du denn? Hast du etwa meinen Freund besiegt? Oh nein, er ist ja noch größer als der davor. Leute, renn. Okay, Freunde, ich darf jetzt keine Angst haben. Ich bin jetzt ein richtiger Vampir. Okay, ich bin schneller als er, das ist sehr gut. Wir verstecken uns hier, wir verwandeln uns in eine Fledermaus, zack. So, was machst du jetzt? Wo ist er hin? Oh ja, er sieht mich nicht, Leute. Und jetzt, Ablenkung, zack. Warum sind hier so viele Fledermäuse? Und jetzt, Leute, welchen attackieren? Zack, wir machen uns unsichtbar, boom. Boah, let's go, Leute. Ah, oh nein, es ist tagsüber geworden. Das ist gar nicht gut. Jetzt bist du erledigt und deine ganzen Fledermäuse auch. Ja, jetzt ist es tagsüber und du wirst deine Rache bekommen. Oh nein. Warte mal, du bist ein Werwolf, du willst dich auch zurückverwandeln. Oh nein, das ist gar nicht gut. Freunde, ich muss jetzt irgendwie kämpfen. Ein Vampir-Werkzeug. Aber immerhin habe ich Sonnenschutz, Leute. Ich brauche Sonnenschutz. Und zack, hier vorne. Oh, ich habe aktiviert, sehr gut. Oh nein. Hier hoch. Und jetzt, Leute, muss ich gegen ihn kämpfen. Was machst du jetzt? Warte mal, das ist die ultimative Vampirklinge. Oh ja, und die habe ich nur bekommen, weil ihr alle Like und Abo gelassen habt. Und jetzt komm her. Zack, nimm das. Oh nein, die ist zu stark. Ich krieg dich und... Bleib stehen, du blöder Werwolf. Zack. Oh nein, die Sonne. Oh nein, Leute. Sonnenschutz aktivieren. Schnell. Okri, ich hab was gefunden. Billy, echt? Zeig mal her, was hast du gefunden? War das hier verstrickt? Schau mal, hier. Alter, was war das? Gib mir das mal her. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr selten aus. Crystal Tier. Das ist eine menschliche Träne in einem Kristall drin. Billy, ich würde sagen, stell dahin zum Pilzi zurück. Der wird uns jetzt einen Trank brauen. Let's go! Okay, hast du alles, was ich brauche? Oh ja, das habe ich. Hier, vorne nimmt das hier. Ich glaube, das ist das Richtige, oder? Und waren die Werwölfe nett zu euch? Pilzi, dein Ernst, das hättest du uns früher sagen sollen. Naja, sonst hättet ihr euch nicht getraut. Ich musste es erst später sagen. Oh Mann, nicht dein Ernst, Pilzi. Okay, jetzt sprauch schnell. Wir müssen endlich wieder normal werden, bitte. Ich habe keine Lust mehr, gegen Werwölfe zu kämpfen. Das war so schrecklich die letzten Tage. Und die Sonne ist auch die ganze Zeit, tut mir weh. So ist das Leben als Vampir. Du hast es dir selber ausgewählt. Hä? Was redest du? Irgendein Vampir hat mich einfach gebissen. Du weißt doch, er kann nichts dafür. Oh ja, stimmt, du hast recht. Er muss ja Blut trinken. Was wird dir selber drauf gehen? Jetzt gib her. Hier, ein für Billy und ein für dich. Oh ja, danke. Billy, komm her, das müssen wir trinken. Ich trinke sofort. Was ist das? Trank des Vergessens? Wow, was passiert jetzt? Billy, irgendwas passiert mit mir. Gib mir auch eins. Billy, nimm das. Oh, Leute, damit würde ich sagen, lasst ein Like, dafür abonniert, genau wie die Glocke, falls ihr es nicht getan habt. Ich glaube, ich werde jetzt wieder normal. Freunde, seht ihr das? Wow. Drückt hier vorne schnell auf die nächste Folge. Das war verrückte Tage. Und bei Billys Kanal. Abonniert Billy und die meinen anderen Freunde. Let's go. Es tut mir leid, Lea, dass ich dich beißen musste. Ich gebe dir auch einen Trank. Tut mir leid. Wow, Billy, ich glaube, ich werde wieder normal. Was passiert hier? Billy! Was ist los, Bro? Was passiert? Was heißt ein Traum? Nein, oder? Oder bin ich hier wieder einfach aufgewacht? Ich glaube, alles ist wieder gut, Leute. Drückt auf die nächste Folge schnell, lasst ein Like und ein Abo, let's go!
Endlich, Freunde, bin ich wieder normal.